In diesem kleinen Video schauen wir uns die Eingangsmengen mal an oder genauer an. So, wie Sie vielleicht aus vorhergehenden Videos schon wissen, erfolgt automatisch beim Anlegen eines Artikels die Eintragung der hinterlegten Bestands, sprich Zugangsmenge, in die Zugangsdatei. Also das heißt Gegenüberstellung, und hier sehen wir, dass wir für diesen Artikel zum Beispiel am 19.02. 5 Stück gehalten haben und von den lustigen Ninja-Kämpfer waren es 3 Stück. Also, im Klartext zusammengefasst, auf Neu, und sobald sich bei Eingangsmenge etwas eintragen, erfolgt die Eintragung in der Zugangsdatei. Genauso, wenn Sie hier im Artikelstamm eine Bestandserhöhung tätigen, erfolgt die Eintragung der Zugangsmenge. Wenn Sie hier zum Beispiel 10 eintragen, dann hätten wir eine Differenz von 5, würden also 5 in die Eingangsmenge zum heutigen Datum eingetragen. Jetzt hat uns aber die Praxis gelehrt, dass es oftmals so ist, dass man einfach etwas vergisst. Man ist ja nur ein Mensch. Ja, jeder Mensch sollte natürlich perfekt sein, sind wir aber nicht. Gott sei Dank, deswegen sind wir Menschen, weil sonst wären wir alle Maschinen. Jetzt kann es, ich habe jetzt mal hier mal einen Artikel vorbereitet. Praktische Situation. Sie haben nur einen Arbeitsplatz, sind alleine im Geschäft, Mitarbeiter krank, gerade viel los. Sie haben Lieferungen dastehen und möchten die mal im PC, sprich in die Warenwirtschaft, einpflegen. Sie haben angefangen, ich habe jetzt einfach mal diesen heutigen Artikel angelegt, und als es zur Eintragung in das Bestandsfeld kam, ist der Kunde gekommen, hat gesagt, hey Chef, kannst du mal schnell beraten und so weiter. Dann haben sie es einfach gesagt, speichern, ja, mache ich später weiter. Mache ich später weiter ist immer so ein Satz, wo man sagt, ja, schöner Satz, funktioniert das auch? Oftmals nicht, weil man es dann vergisst. So, dann kann es sein, dass Sie jetzt zwar den Artikel angelegt haben, aber Sie haben vergessen, einen Bestand hinzuzufügen. Ja, das ist natürlich blöd. Irgendwann, Rechtsklick in der Gegenüberstellung, fällt Ihnen auf, dass Sie hier Abgangsmengen drin haben. Das heißt, Sie haben Verkäufe getätigt, obwohl Sie keine Eingangsmengen haben. Was machen Sie dann? Okay, einfach jetzt hier was reinzuschreiben im Bestand funktioniert nicht. Das heißt, auf Ändern, dass Sie sagen, ja, ich habe 10 Stück bekommen, könnten Sie, wenn Sie, da steht jetzt dann zum Beispiel minus 3 drin, weil Sie ja 3 Stück verkauft haben, dann einfach 10 eintragen, funktioniert nicht. Das stimmt rechnerisch nicht mehr. Die einzige und vernünftige Möglichkeit ist der Rechtsklick und dann Zugangsliste. In der Zugangsliste können Sie sagen, pass mal auf, Steuerung und Position 1 ermöglicht Ihnen die nachträgliche Eingabe der ursprünglichen Zugangsmenge. Das bedeutet, Wabi Profi 3 erkennt, wann ist denn der Artikel das erste Mal angelegt, hier am 20.02. Und dieses Datum tragen Sie auch ein. Und dann können Sie sagen, ja, das waren 10 Stück, na, zum Einkaufspreis, den Sie hier oben dann wahrscheinlich sehen, zu 5 Euro. Und jetzt kann ich auf Übernehmen klicken. Ja, Zugangsmenge will ich übernehmen und das ist jetzt hier drin. Und jetzt stimmt auch dann wieder die Gegenüberstellung.